Ich heiße Lilia, ich komme aus Koblenz. Und erstes Mal habe ich die Frau Sophie kennengelernt, vor 15 Jahren. Ich hatte auch gesundliche große Probleme, das war kein Krebs, aber ich hatte Blockierung gehabt und natürlich auch Depression. Alles so zusammen, so gesagt, insgesamt fühlte ich mich sehr, sehr schlecht. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange schon war ich da, aber auf jeden Fall vielleicht 17 Mal ganz bestimmt. So, und einmal fahre ich nach Hause, Abend. Ja, meine Tochter war noch mit mir. Die war auch dramatisiert und ja, da wollten wir zusammen natürlich zu Frau Sophie. Und da fahren wir nach Hause, plötzlich fühle ich mich so schlecht, unglaublich. Kopfschmerzen, alles. Richtig, richtig schlecht. Komme ich nach Hause, gehe ins Bett und morgens, ja, mein Kopf konnte ich so auch nicht bewegen auf die Seite, auf die linke Seite. Und morgens, als ich aufgewacht bin, da plötzlich war ganz anderes bei mir. Ich konnte den Kopf gut bewegen und die Laune war ganz anderes plötzlich. Ob es ein anderer Mensch geboren ist. Das war so ein gutes Gefühl auch. Und seitdem war ich immer wieder zu Sophie gekommen damals. Und ja, war alles gut, war ich nicht. Und jetzt habe ich wieder meine Probleme mit Knochen, mit Hüfte, mit meinen Knie. Und da habe ich wieder gedacht, oh Gott, wir haben noch, noch die Sophie, weil zu Ärzte gehe ich jetzt ab Oktober 2017. Ein Arzt sagt das, der andere das und ohne Ende Cortison hilft nichts. Und da habe ich gedacht, ja, wir haben doch noch die Sophie, weil ich habe auch Bücher von Sophie bei mir. Ja, und da habe ich mich entschieden, wieder zu kommen. Und jetzt bin ich, so heute ist, heute, ja, vierter Tag heute. Das war richtig schön. Und ich hoffe, dass es wieder alles gut wird.